Hi Leute, hier ist eure Sky und Arisa zu einem neuen Part von The World Answers You. Ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Im letzten Part haben wir Karias Spiel beendet, haben den Tracker fixen lassen und jetzt wollen wir zur Scramble Crossing, was wir jetzt auch tun werden. Was ist jetzt? Ja, das ist die letzte Arbeit von Cat, also die neueste. Shibuya ist voll mit seinen Sachen. Muss ziemlich lange dauern, das alles zu machen. Ich bin überrascht, dass er immer noch dieses dämliche Café offen hat. Cat hat ein Café aufgemacht. Wo? In Shibuya? Fühlst du dich nicht richtig, Neku? Wie oft bist du jetzt inzwischen da gewesen? Was? Wo zur Hölle? Cat Street, Nummerchen? Nein! Oh, aber ganz sicher. Mr. Hanekoma ist Cat. Das sagt er uns jetzt mal so eben, by the way. Nein! Mr. Hanekoma ist Cat? Oh, oh, ey, ich muss ruhig bleiben. Oh, ich werde es versuchen. Mr. Hanekoma, jetzt ernsthaft. Ich kann es nicht glauben. Oh, wie konntest du das nicht wissen? Ich dachte, du wärst Cats größter Fan. Also er macht nie Interviews in Persona. Er hat außerdem nie Fotos von sich veröffentlicht. Nie was. Ich habe nicht einmal gewusst, dass er ein Er ist. Er hätte auch eine Frau sein können. Mann, Mr. Hanekoma. Aber jetzt verstehe ich schon, warum. Vom ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, wusste ich, dass er speziell war. Verdammt, ich habe mit Cat geredet. Neku, du bist so ein Fanboy. Das ist einfach nur geil. Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Sag ihm einfach nur nicht, wo du es her hast, okay? Werde ich nicht, nein. Aber wenn Mr. Hanekoma Cat ist, heißt das dann nicht Cat ist nicht der Composer. Joshua sucht ja nach dem Composer. Hanekoma hilft ihm dabei. Der Composer wäre nicht so dumm, die Spur auf sich selbst zu legen. Außerdem, ich glaube, Joshua ist, obwohl er eine Tucke ist, obwohl er zu dumm ist, immer noch so weit bei Verstand, dass er das noch merken würde. Ich denke, ich habe ein bisschen zu viel darüber nachgedacht. Cat kann nicht der Composer sein. Ich verstehe trotzdem nicht, warum er so populär ist. Es ist nur Straßenkunst. Cats Arbeiten folgen nur einer einzigen, durchgehenden Ästhetik. Und er hält die Qualität oben. Und das Wichtigste ist, die Arbeit, die er macht, spricht zu den Leuten. Ah, ich verstehe. Das ist schwerer, als es sich anhört. Ist es das? Ich denke, du würdest wenig Probleme damit haben. Benutzt einen Player-Pin. Was hat denn das damit zu tun? Wenn du wissen willst, was die Leute denken, ist es doch einfach, da einfach mal reinzugucken. Es wäre eine Erleichterung. Richtig. Also warum Zeit mit Reden verschwenden? Warum gehen wir nicht einfach und machen uns den Weg frei dafür? Du kannst nicht einfach ins Blaue reden, wenn du nicht die Wahrheit und hörst und siehst. Aber wir sehen sowieso alle Sachen anders. Das ist schon wahr. Wir sind ja nicht dafür geschaffen, alles von Auge zu betrachten. Aber ich weiß nicht, vielleicht wäre es besser so. Sicher, Leute denken nicht das Gleiche. Wir wissen nicht, was beim anderen im Kopf vorgeht. Aber wir können doch versuchen, es herauszufinden, nicht? Unsere Welten miteinander vergleichen. Und zusammen vergrößern. Vielleicht ist das ein besserer Weg. Der wahre Weg, den Moment zu genießen. Ist das okay, Neku? Weißt du was, Joshua? Ja, ich könnte Cat mit diesem Pin sein.
Aber warum? Wo ist da der Spaß? Wenn ich schon sowas wie Cat machen möchte, dann möchte ich es in meiner nach meinem Weg machen. In meiner eigenen Welt. Neku. Dein Gesicht ist einfach nur preislos. Hä? Wer hat dich denn gefragt? Na gut, wir sollten wenigstens mal zur Scramble weitergehen. Wir bekommen sowieso keine Mission. Aber wir haben trotzdem so wenig Zeit. Er und seine Composer-Jagd. Ist es so ernsthaft für ihn? Das Kind ist verrückt. Er ist auf sich allein gestellt. Ich gehe nur mit, weil ich einen Partner brauche, um zu überleben. Das ist eine sehr gute Einstellung, Neku. Und wenn ihr beide im RG seid, dann würde ich sagen, siehst du Joshua nie wieder, weil er dich umgebracht hat. Und weiter geht's. Aber das ist schon interessant. Mr. Hanekoma ist Cat. Ruhig. Ich bekomme ein Signal. Es kommt von... Warte mal. Du möchtest den Composer besiegen. Haben wir das nicht schon diskutiert? Sieh mal, ich habe keine Lust mehr darauf. Ich möchte das Spiel gewinnen. Ich möchte keine Risiken mehr eingehen. Und im Klartext, ich gehe nicht mit. Egal wohin du gehen willst, du brauchst meine Zustimmung. Weil ohne mich kannst du nicht weiter. Du kannst auch nicht gegen die Neues, geschweige denn gegen den Composer kämpfen. Okay. Ich habe dich auch nicht gefragt, ob du involviert werden möchtest. Dann lass mich doch wenigstens den Shibuya River pinpointen. Ja? Na gut, aber das war's dann noch. Oh, herzlichsten Dank. Das Signal kommt vom Station Underpass. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Station Underpass. Das sollte nicht so weit sein. Wir sind gleich da. Beim Station Under. Oh, hier ist ein Schweinchen. Wo ist das Schweinchen? Ich will mal kurz nach der Schweine-Noise gucken. Einfach suchen auch, wenn ich sie dann nicht finde, bin ich weg. Okay, ich gehe weiter. Hier? Sieht so aus, als wenn der Tracker jetzt arbeitet. Willkommen beim Shibuya River. Seit wann ist denn hier ein Fluss? Also ein River? Das ist für mich etwas seltsam. Das sind Nachrichten, Mensch. Der Composer ist gleich hier vorne. Hm? Was? Wir sind eingekesselt. Wir können nicht da rein. Das hier ist das Ende der Straße. Sieht zumindest so aus. Ich meine, seht euch mal bitte den Stacheldraht und die fette Noise davor an. Es sei denn, wir bekommen die Wand auf. Wir sollten weggehen und ein bisschen Infos besorgen. Wo denn? Wer zur Hölle sollte darüber Bescheid wissen? Na gut. Frage ich mich, wo es denn weiter... Also, wir haben deinen Fluss gefunden. Zufrieden? Zumindest fürs Erste. Was zur... Neues? Schon wieder diese Grauen. Oh mein Gott, dieselben wie zuvor. Mach dich bereit. Ich glaube, die kann man nur von hinten angreifen. Oh Gott. Oh verdammt, abgebrochen, aber wir haben 10.000 Yen und einen Scarlet Heaton. Im nächsten Tag können wir die Level 3 Fusion holen. Haben wir
Haben wir es getötet? Scheinbar nicht. Das heißt wohl, dass wir am Ende sind. Na, ich kann jetzt nicht aufgeben. Na schön, na schön. Ich hatte gehofft, das hier nicht tun zu müssen. What the fuck? Holy. Ja, holy. Seit wann kannst du das? Ich sagte dir doch. Ich hasse es, so sehr zu... Ich hasse es, mich zum Schwitzen zu bringen. Daher halte ich meine Kräfte zurück. Bravo. Wer ist da? Guten Abend, Kinder. Hey. Pussy. Du bist am Leben, nicht wahr? What? Was? Das war ein schrecklicher Helvua-Blast. Oder auch Jesus Beam. Kein Spieler könnte das. Man sieht solche Leute wie dich nicht im UG. Du weißt doch, lebende Leute sind nicht im Spiel erlaubt. Das macht dich eines Regelverstoßes schuldig. Ich könnte dich hier jetzt und sofort auslöschen. Nein! Aber warum? Huh? Zu viel Arbeit. Außerdem, die Noise haben uns doch auch gestört. Sagen wir doch einfach, ich habe kurz meine Schuhe zugebunden oder gezwinkert, während du angegriffen hast. Aber das nächste Mal... Da werde ich nicht mehr weggucken. Dann werde ich euch auslöschen, bevor ihr es wisst. Von Utsuki. Viel Spaß. Achso, auslöschen lassen von Utsuki. Ah. Der Typ, der lässt sogar die Tussi dafür arbeiten? Ey, der Typ ist so unglaublich faul, dass es schon wieder genial ist. Ehrlich, alles fuckt ihn ab. Er gibt den Scheiß drauf. Deswegen ist Kari auch einer meiner Lieblingsreaper. Aber Joshua, erst bringst du Neko um, dann versteckst du deine wahren Kräfte. What the fuck? Ach, wir sind ziemlich gut weggekommen, huh, Neko? Joshua, das Wichtigste hat Scarlett vergessen. War das die Wahrheit? Du bist am Leben? Die Katze ist aus dem Sack. Ja, Neko, ich spiele das Spiel, obwohl ich am Leben bin. Aber wie kannst du nur... Überall gibt es ein Schlupfloch. Sich reinzuschleichen bedeutet zwar, keinen Player-Pin zu haben, aber weißt du was? So ist das Leben. Immerhin habe ich dich ja zum Scannen. Also hast du... Bitte, es ist doch keine große Sache. Wir haben einen normalen Pakt geschlossen. Wir sind wie jedes andere Team, Neko. Nein. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Nein, sind wir nicht, du Pussypunk! Wie kannst du sagen, dass wir genau gleich sind? Du bist am Leben. Du könntest wieder zurück ins RG gehen. Du bist hier, weil du hier sein wolltest. Wir nicht. Ich möchte hier zum Beispiel nicht sein. Ich spiele das Spiel nicht für den Adrenalinkick, verdammt. Nein. Du spielst, weil du wieder zum Leben erweckt werden möchtest. Du hast doch trotzdem was davon. Du kleiner Bastard! Ich hole mir doch nur wieder, was du mir genommen hast. Du bist die Person, die mich umgebracht hat. Oh, Neko. Du sagtest, du wüsstest es nicht. Du kleine, miese Ratte. Das könnte ich von dir sagen! Bastard! Also, was wäre denn, wenn ich es getan hätte? Was? Was, wenn ich derjenige wäre, der dich getötet hat? Was würdest du dagegen tun? Joshua ist ein einziger kleiner, mieser Bastard. Ich hab's euch von Anfang an gesagt, dass er ein kleiner, mieser Bastard ist. Ach ja, Plot-Twist after Plot-Twist. Wie immer. Und damit ist der fünfte Tag Turf beendet.
Und im nächsten Part fangen wir den nächsten Tag an, den sechsten Tag. Ja, nur noch 2 Tage mit Joshua. Dann sind wir ihn los für immer. Obwohl, vielleicht könnte Neko noch ins RG rennen und Joshua noch hinterher schön eins in die Fresse geben. Ich wäre dafür, wer nicht? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mal dafür wärt. Ob Neko ihm eine runterhauen soll. Ich wäre es auf jeden Fall. Und von daher, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.